Das ist Nicole Schmidt. Nicole Schmidt ist einer von wenigen Plasmaspenderinnen, die in Frage kommt, weil sie so viel Antikörper hat, dass sie anderen Menschen quasi helfen kann. Die allererste Frage. Corona gut überstanden oder doch? Gut überstanden. Gut überstanden und genug Antikörper. Ja. Das ist ja dann, wie wir gerade schon erfahren haben, doch durchaus, sagen wir mal, selten. Nee, ja, genau. Aber sie freuen sich, dass sie anderen Menschen helfen können. Ja, sogar sehr. Das hat jetzt für mich einen guten Nebeneffekt, nach den Symptomen, die ich hatte, oder ich hatte 10 Tage Fieber, ja. Mir ging es noch gar nicht gut. Ja. Und das ist jetzt so ein schöner Nebeneffekt, den ich jetzt für mich positiv sehe. Ja. Wie sind Sie auf das Institut Oldenburg gekommen? Über Facebook. Meine Freundin, die beim Roten Kreuz sehr lange mitarbeitet, die hat mich darauf hingewiesen, dass es hier möglich wäre. Und dann habe ich mich hier gemeldet, dann hat man mich hier informiert und aufgeklärt. Ja. Und dann bin ich hier so dran. Sehr schön. Spenden Sie zum ersten Mal, sind Sie zum mehrmals? Das 11. Mal. Das 11. Mal. Das ist ganz schön stolz. Und das heißt, Sie kennen die Prozedur mittlerweile, ja. Weil unter uns tut es weh? Nee, das ist nur der Pieks, wie beim Blutabnehmen und der nicht. Okay, sehr, sehr schön.